Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zur dritten Staffel von RimWorld. Ja, in der letzten Folge von der zweiten Staffel habt ihr gesehen, der Rest der Crew ist quasi gestorben und wir hatten nur noch Ignat übrig, aber der konnte ja nicht mehr bauen, der konnte ja gar nichts mehr machen. Ja, und da ich den jetzt nicht einfach in den Tod schicke, sondern einfach gesagt habe, okay, machen wir jetzt neu, fangen wir neu an, neue Kolonie. Ja, so schnell geht es, ne? Beginne mit... So. Hätte ihn dich verrückt, als du deine Glitzerweltheimat verlassen hast. Der reiche Abenteurer. Starte mit einer Person, ausgewählt von 8. Starte mit 3 Personen. Akte Brutalität. Nein. Also wir machen wieder das Szenario Absturz. So. Nehmen wir Cassandra Classic. Errichte eine Gemeinschaft und stelle dich den Gefahren des Planeten. Empfohlen für oder für erfahrene RimWorld-Spieler. Die etwas Raum zum Atmen haben wollen und witzige oder seltsame Ziele zu verfolgen. Okay. Laden erlaubt. Wir möchten ja gerne, machen keinen gnadenlosen Modus jetzt. Gnadenlos war das letzte Mal schon. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür das ist. Fluss. So. Generieren. Dann schauen wir mal. Sollen wir uns eine Welt generieren? Wir stellen uns wieder eine Crew zusammen. Extreme Wüste, gemäßigter Wald. Ja, also. Ich hätte gerne etwas. Unwegsamkeit, Gelände. Große Hügel, Sandstein, Granit und Marmor. Ja. Straße, Feldweg. Was ist hier? Tiere können grasen, ja, okay. Unwegsamkeit, Landschaft, eben. Kleine Hügel. Nadelwald, was haben wir da? Gemäßigter Wald, was ist da der Unterschied? Minus 23 bis 16 Grad. Na gut, wir sind schon beim letzten Mal quasi vom Spiel rausgeworfen worden. Spezielle Eigenschaft Höhlen. Na, schauen wir mal, was das jetzt ist. Große Pferde, Selium, Kondore, Hügel. Ja, lass uns mal überraschen. Nördliche Küste. Minus 12 Grad. Große Hügel, Kalkstein, Schiefer und Granit. Okay, ein Wald mit diversen Bäumen und Lichtungen, viele Tierarten bewegen sich durch die Wälder und auf den Ebenen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. So. Hm.
mittelgroße Karten. Ja, wollen wir das auf Auto lassen? Weiter geht's. So, dann stellen wir uns mal was. Stellen wir uns mal wieder eine Crew zusammen. So. Ich brauche diesmal jemand, der. Okay. Erstmal leicht. Bergbau. So. Anatoly Boone. Der eine Schussnarbe. Verweigert Arbeit, geistige Arbeit, künstlerisch kochen. Okay. Ich hätte gerne bei jemand, der konstruieren kann. Ne, klingt gar nicht schlecht. Stubenhocker. Okay, er hat eine ziemlich nasale Eigenschaft und ja, ihn nicht leiden können. Na super. Aber er kann Bergbau, er kann Nahkampf, er kann kochen. Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir hier was zusammengebaut kriegen. Konstruktion 6, ja, und bringt ja alles nichts. Gutes Gedächtnis, freundlich, wunderschön. Der würde hier genau reinpassen, ne? Aber wir haben dann immer noch das Problem. Da immer noch das Problem, dass ja. Konstruktion. Kann Konstruktion. Vielfraß, eifersüchtig. Okay. Okay. Verweigert geistige Arbeit. Kunst, kochen. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Was sagt der Zufallsgenerator noch? Medizin natürlich super, aber ich brauche jemanden, der konstruieren kann, der es auch gerne macht. Habgierig. Okay. Mag keine Männer. Super, das ist ja wieder mal bombenmäßig. Nee.
verweigert gewalttätig. Geistige Arbeiter, natürlich. Okay. Ist gebrechlich. Kann natürlich kochen wie kochen und geistige Arbeit wie ein Meister, aber. Gewaltverteidiger, das muss ja, ist ja noch einigermaßen, ja. Da wären wir aber wieder bei Konstruktion irgendwo angekommen. Wo wir nicht weiterkommen, Wissenschaftler. Nahkampf, Konstruktion. Da werden wir im Fernkampf wieder mal aufgeschmissen. Die. Ja, super. Okay. Verweigert fürsorglich. Macht aber Konstruktion. Na toll. Das ist ja wieder mal absolut super. Wenn man das zugeteilt bekommt, wo man nichts mit anfangen kann. Verweigert, gewalttätig im Feuer löschen. Eiserne Wille, Kannibale. Romane. Ja, toll. Nee, danke. Lahme Ente. Okay. Also wir kriegen gerade Blitz bekommt einen Kick, wenn er jemanden verletzt. Außerdem stört er sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Es ist viermal so wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, dass er eine Schlägerei anfängt. Okay. Blitz ist von Natur aus fröhlich, zu jeder Zeit, egal was passiert. Starkes Immunsystem. Kann konstruieren. Ja. Jetzt haben wir aber keinen mehr, der im Fernkampf ist, ne? Ja. So. Wollen wir mal schauen? Was haben wir denn da? Sozial hat er, Bergbau hat er. Aber er ist. Würde jetzt nicht großartig zusammenpassen, ne? Sozial braucht man nicht so oft. Nachteule, Nudist. Er kann Kleidung tragen, ist aber ohne glücklicher. Okay. Was haben wir noch? So, Konstruktion. Bruder. Also Bergbau deckt er ab, deckt sie ab. Fernkampf, Nahkampf.
So, geistige Arbeit macht sie natürlich nicht. Schwaches Immunsystem, Feigling, aber freundlich. Ein freundlicher Feigling mit schwachem Immunsystem. Ja. Kann ja Omi sich drum kümmern, ne? Konstruktion kann sie auch. Ja, aber was soll ich mit dem? Soll ich mit dem großartig? So. Pflanzen kann sie nämlich auch noch. Geistige Arbeit hat schon jemanden. Tiere. Schauen wir mal, was ist denn jetzt? Fernkampf? Sind wir, weiß Gott, bis zum Boden unterlegen? Pflanzen mit umgehen. Kann aber auch wieder mal. Das ist hier so ein Vliefraß. Eine Schussnarbe. Ein Holzbein. So, was haben wir jetzt? So, Fernkampf haben wir jetzt was? Medizin haben wir. Geistige Arbeit sind wir gut aufgestellt. Er ist ein Multifunktionstool, ne? Er macht alles. Ah, das finde ich doch mal gut. Axel Hurtl. Nimm ein Hurti. Könnt ihr Vorschläge machen, ne? So, das ist Omi. Mit 80 definitiv. Bowie. So. Dann drücken wir mal auf Start. Und dann schauen wir mal. So. Wir sind auf dem Planeten angekommen. Und damit ist auch die erste Folge, finde ich, zu Ende. Bis demnächst bei RimWorld. Euer Hannibal. Ciao.